Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir spielen Pathfinder. Haben gerade gerastet und du wolltest zurück nach Hause. Ja, Nach zumindest Genie. mal gucken, ob wir was machen können. Erst wollten wir ja hier zumachen, da ist auch noch offen. Nein, so lang wollte ich. Sieht aus nach einer Brücke, die aber nicht da ist. Nee, leider nicht. Ah. Aha. Mal sehen, wer da kommt. Nicht Und schon wieder wieder ein bisschen Wasserelementale, Wasser. bitte. I shall end this suffering. Oder Ja. Drache. Ja, hier ist das Land der Och Wasserelementare. Mann, ihr Dann machen seid wir halt jetzt diesmal ein paar nervig. Erdelementare, ja. Ja, und wir sind schon im Kampf. Ja, die Hunde sind gar nicht vorbereitet. So ist es. Schön, wir haben wir wohl als erstes. Gar nicht so richtig gut. Ja, ich Nicht wollte so gerade sagen, gut, vergeben wir ihnen aber. Hornhaut. Nein, das ist ja Rinderhaut. Vielleicht wäre Hornhaut besser. Macht erst mal einen Puffer. Ja, auf jeden Fall. Nach links, du machst einen Puffer nach rechts, so halb rechts am besten. Ja. Ja, die haben sich am besten bewährt. So halb rechts, gut. Die sind zu schnell für uns. Lindsay ist noch nicht mal fertig. Ja, wir können nur warten, wir können nichts machen, oder? Ja. Valerie muss schon vor. Ja. Er muss auch erst mal vor. Du hast noch ein Momentchen. Obwohl, du solltest doch hier bleiben erstmal. Ah, ja. Hat sie es gemacht? Nee, sie ist gerade dabei, oder? Nein. Und Rinnenhaut haben sie auch noch Nein. nicht. Alle sind noch nicht da. Die Rindenhaut scheint auch noch nicht Nee. durch. Nee. Armer Hund. Armen Hunde. Es war wohl Ja, auch noch ein das. Fehlschlag jetzt, irgendwas mit der. Naja, egal. Jo, Zufall bringen ist vielleicht nicht die richtige Ja, der Taktik. Fehlschlag war wohl auch bei, Mann, das ist kommt eher gut ihr für uns. vielleicht irgendwann mal? Ja, irgendwann. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht aber auch nur. Naja. Ist immer noch nicht fertig mit ihrer komischen Rindenhaut. Nein. Sag mal, wie lange brauchen die Ja, denn normalerweise heute? merkst du das nicht, aber jetzt macht ja jeder irgendwas. Deswegen Ja, kommst du dir so lange vor. Jetzt kannst du Ekon nur ist warten und fertig. fertig. Ekon kann erstmal den hier ins Visier nehmen. Lindsay ist hier, die kann sich auch mal eins aus der Tasche holen. Ja. So. Feuer, nein, Erde haben wir festgestellt, ist besser. Jetzt warten wir ein bisschen, süße. Ach so, nee, Da ist schon das eins ist nicht das angekommen. von Lindsay, das ist das Nein, das von von. Lindsay ist es nicht. Also zaubern kann Lindsay nun auch nicht. Wir kommen jetzt gerade, jetzt kommt das Ältere demnächst und Christian. dann kommt irgendwann das andere. So, Christian ist fertig. Der kann. Christian. Ja, der macht Der mal ein muss heilen Gebet. oder irgendwas machen.
Der arme Hund. Da ist er mittendrin. Was war das denn? Alles so rosa hier? Hä? Was hat das denn gemacht? Keine Ahnung. Oh, es ist wahrscheinlich so rosa, weil die alle... Weiß ich auch nicht. Vielleicht war es ein Erdelementar. Hat die Rüstung zerschmettert oder so? Das ist ja ihre Lieblings... Ihre, das machen sie am allerliebsten. Keine Ahnung, was das war. So, Lindsay hat jemand gesperrt und zwar ganz ordentlich. Sollte sich mal um sie kümmern. Ja... Irgendjemand macht da einen Doppelschlag. Was ist denn das für einer hier? Siehst du das? Ach, das machen die. Machen die uralt Wasserelemente. Ja, was immer der Doppelschlag sein mag. Ja. Setzt Attribut ein Doppelschlag, ja. Mhm. Ja, also Lindsay muss da irgendwo exponiert stehen. Eins fällt jetzt um. Ja, Lindsay steht da vor den anderen. Ja, ja, ich sehe schon. Geh weg. Das Lindsays Elementar hat wohl nicht gefunzt, hä? Doch, es ist da. Doch, da ist er, ja. Ist natürlich okay. Hat das geklappt. Deswegen. Ja. Tristian. Hi, Mann. Hallo. Der ist hin. We can do it. Cannot hide from me. Serves you right. Octavia. Nimm mal die Faust. Mal sehen, ob die da hilft. Lindsay macht hier wieder einen gewaltigen Schaden. 2 und 3 Punkte. Naja, wird andere Sachen, die sie besser kann. Ja. Ich meine, Valerie kann auch nicht so richtig gut irgendwelche Fallen entschärfen. Mhm. Ja. Die sind ja so groß, da muss man bis ganz nach oben fahren, damit man sieht, wie sie aussehen. So, der ist hin, der ist auch gleich hin, da haben wir es wieder. Ja, ich muss sagen, da sind die Erdelementare doch besser. Ja, die sind definitiv haltbarer. Genau. Auch wenn sie eingefroren sind wie der hier. Ja, ja, aber sind schon ganz okay. Ja, so, die bringen auch nie was mit. Dann. Nee, die bestehen gucken, ja nur wie aus sehen Wasser. Die Hunde aus. Ja, die haben schon. Also, unser Hund, der war ja mittendrin auf der rechten Seite. Ja, aber ansonsten. Hat er auch gar keine Rinnenhaut gehabt? Allgemein nicht. Oder viel. Ist sie weg, dann, wenn man oft genug drauf rumhaut? So, das müsste erstmal allgemein reichen und du kriegst noch einen. Von Lindsay verpasst. What troubles you? Wo ist er? Da ist er. Wetsch. So, jetzt müssten sie alle wieder gut aussehen. So, hat er Rinnenhaut? Jawohl. Können wir mal gucken. Hat das geklappt gehabt? Die Rinnenhaut ist noch da. Ja, doch, hat die er. Ist natürlich... Das ist von jemand anders. Sehr gut. Naja, die hält auch relativ lange. Ja. Lange nicht so lange. Ist nur, wie die anderen, aber, ist nur 2 auf die Rüstungsklasse, damit kommt er auf 49. Naja, ist immer noch besser als die meisten von uns. Ja, haben. Dann wollen wir ihn gleich mal, ihren Schutz ein bisschen aufbessern. Something bothering you? Here! Right here, my friend. Tschüss, ihr Erdelementare. Danke für eure Hilfe. Ja.
So 57 und 56, so gefallen sie uns schon viel besser. Genau. So, können wir jetzt mal ein bisschen weiterlaufen. Sind ja richtig lästig, diese Erdelementare. Die nicht, aber die Wasser. Die Wasserelementare meine ich. Ich meine, die Erdelementare, wenn sie uns angreifen, wären auch außerordentlich lästig. Die sind auch lästig. Zumal die können deine Rüstung kaputt machen, das machen sie mal als erstes. Aha. Das kann sehr unfein sein. Wo geht's denn hier hin? Hier ist eine Brücke. Na, wie schön. Dann können wir mal gucken, wie es zu Hause so aussieht. Oh, ja, noch sind wir nicht da. Guck dir das an. Ja. Wie weit man da laufen muss. Wir wollten nach Pittax, oder? Nee, ich wollte erstmal nur in auf unsere unser Seite. Land, auf unsere Seite. Ja. Ja, das wundert uns überhaupt ja. nicht. Ja. Jetzt müsste eigentlich Valerie fertig sein. Katastrophe war klar. Eine Katastrophe. Ja, das war klar. Und die hatte ja kaum eine Chance. Ja. Dann hat sie auch noch eine 2 gewürfelt. Und dann hat sie noch eine 2 gewürfelt. Ja. Ja, das war jetzt toll. Nicht gerade so. Das Gelbe vom Ei. Ah ja. Kann man nichts machen. So, die nächsten werden in 3 Tagen fertig. Ja, ja. Wir können hier. Nein. Ja, hier. Jetzt. Alles. Ach, Problem. Wilde Jagd auf 3 nächster Monat. Kann machen. Valerie, sehr erfolgreich. Valerie. Na, Valerie. Ja, Schwierigkeitsgrad 27. Ja, ja, mit 14. Ja, jetzt kannst du gucken, wie viel sie hat. 40 immerhin. 40. Kannst du probieren. Was sollst du dann machen? Ja, wir gucken jetzt erstmal alles durch. Moment. Große Weisheit, und das kennen wir ja von vorher. Nächstes, noch. Ja, darf ich mir mal die neuen Probleme mal betrachten? Ein Flüchtlinger, ja. Guck mal, haben wir gerade keinen? 17, das ist nicht schwer. Wir haben auch gerade keinen. Alles 3. So, dann haben wir noch diesen 9. Gelegenheit. Das ist nur eine Gelegenheit. Ja. Naja, wir kriegen ja ein paar frei. In 3 Tagen. Wolltest du nicht Valerie abschicken? Nein. Gut. Nein, weil ich gucken will, ob wir nicht jemanden haben. Kriegen, der noch besser dafür geeignet ist. Na gut, wir werden sehen. Und okay. Wir haben den 7. Also kein Grund zu hetzen. Ja, warum auch? Wir können ja noch ein bisschen rumlaufen irgendwo hin. Zum Drachen oder so. Nein, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Wir sollten die Zeit, die wir nicht haben, noch nutzen. Ja. Wir sollten wirklich nach Hause gehen. Lieber da noch ein bisschen und warten. Und da lieber Gebiete annektieren und Aufstiege machen. Vor allen Dingen Aufstiege, zum Beispiel mit Valerie, damit sie dann wieder bessere Voraussetzungen hat. Ja, macht. Von mir aus. So, wir sind ja auch weit weg von zu Hause. Ja, ich glaube, die Zeit ist besser genutzt, wenn wir da zu Hause was machen. Chinwell. Und gleich in den Thronsaal. Gerastet haben sie ja gerade. Ja. Wenn es nicht gepatcht ist, wirkt sich das sowieso nur auf China aus. Aha. Ja, Tierwald. Mal gut. Ja, Tierwald bringt immer nette Sachen. Die strahlende Dunkelheit. Danke. Ja, danke. Ah,
alles. Scheint ja, so. Ja, scheint so. Ja. Dann guck mal doch mal auf. Strahlende Dunkelheit. Nee. Nein. Nein, nein, das war beim anderen, glaube ich. Ich glaube, es war so eine bei den Accessoires. Aha. Vielleicht. Ja. Da. Ach so, ja. Plus 6 auf Charisma und Weisheit hier. Plus 6, ja. Energie fokussieren erhöht sich, ja. Aha. Oh, das ist ja was für Tristian. Das wollte ich gerade sagen, das ist was für Tristian, genau. Wo bist du denn mit Tristian? Ein bisschen sehr weit zurückgegangen. Tristian, hallo. Ja, da ist er, neben dem Hund. Nehmen wir den hier. Ja. Was hat er? Kann das andere nehmen. Denn weil wichtiger ist für ihn eigentlich die Weisheit ja. Und Charisma. Fokussieren. Dass er fokussiert, genau. Dann können wir den anderen jemand anders geben. Er braucht Weisheit. Ja. Er braucht vor allen Dingen Weisheit. Ja, genau. So hat er Weisheit 9. Nochmal runter. Nein, hat er genauso viel, glaube ich. 6 mehr. Oder was? 9, ja. Plus 9. Ja. Und die Intelligenz braucht er eigentlich gar nicht, aber er hat sehr gutes Gute. Ja. Wer kriegt das denn? Musst du gucken. Sollte wäre schade, wenn es da rumhängen würde. Hm? Ja. Er hat ja auch einen 6er jetzt, aber das mit dem Fokussieren, das trifft ja auf ihn zu. Also. Gut. Inventar, guck gut, mal, die hat ihre Krone. Frau Königin hat sowieso er hat das gekriegt. Und sie ist Weisheit, ja. Intelligenz und... Sie hat ja hier schon ja. 6 auf Charisma und Intelligenz. Ja, ja. Sie könnte 6 auf Weisheit brauchen. Wir haben aber braucht sie nix. Aber nicht, Weisheit. Ist ja nicht eh für sie im Grunde. Nee, sie braucht vor allen Dingen Intelligenz für ihren Ratsposten und auch für ihre... Guck bei Lindsay. Normalen Aufgaben. Lindsay hat sowieso ihren Scharfschützenhund und Hut mit 5 auf Wahrnehmung und 2 auf Angriffswürfe, aber sie hat keine Zielgenauigkeit, also kommt das nicht zum Tragen. Hier ist sowieso nicht. Da frage ich mich jetzt nochmal. Valerie braucht keine Weisheit. Nein, der würde ich Valerie nicht. Valerie braucht Charisma. Ja, hat sie ja. Wir haben sie ja erhöht mit plus 6. Und das ist sowieso nicht kumulativ. Man soll sie mit Intelligenz und Weisheit, was hier noch drin ist. Nö. Nee. Ich gucke nur, ob man sie pushen kann. Aber ich dachte bei Lindsay. Für Charisma. Ich meine, Sex ist gemacht. Nicht gerade. Hä? Wir haben ihr doch vor, wir haben doch extra ihr was gegeben für Charisma. Ja. Also das würde ich dann aber an deiner Stelle doch lieber dann in aller Ruhe hinterher machen. Ja, genau. So. Ja. Ja, dann kannst du von mir 2 Tage warten. Und in 2 Tagen werden alle fertig. 1, 2, 3, 4, 5 werden, die ich jetzt hier sehe, werden auf jeden Fall in 2 Tagen fertig. Also so, da jetzt. Valerie hier erstmal raus. So. Dann. Valerie steht für. Nicht na, der ist ja noch weg, der Kurator. Ja. Stabilität. Nein. Gemeinschaft ja, ist gut, Valerie. Ja. Ach so, ja stimmt, die hat ja auch erst 4. Ja, klar. Es muss gemacht werden, auf jeden Fall, du hast recht. Klar. Machen wir das. Schade, wir hätten jetzt demnächst, haben wir 7 Tage, aber kannst ruhig machen. Was denn? Nee. Mal gucken, wie lang dauert das noch? Wo war denn das? War das bei Training? Nee. Egal, guck mal einfach mal bei Projekte. Hier, 2 Tage. Nee, dann warten wir. Wir überspringen 2 Tage.
Ja, das hatte ich eigentlich auch vorgehabt. Ja. Es war klar, dass hier ein Fehlschlag ist. Aber wenigstens hast du jemanden hingeschickt. Auch der Nebelbahnfehlschlag. Muss wieder gemacht werden, bestimmt. Ja. Solange, bis es klappt. Ja. Harim hatte sogar einen Erfolg. Mhm. Ja. Immerhin eine 10 gewürfelt. Ja. Aber kannst du mal ein bisschen, ich will ja auch gucken, was wir gekriegt haben. Aha. Spionage, hat auch geklappt. Ja. Ja, das war ja auch nicht so sicher. Ja. Mhm. Ja, ja. Oh, hat eine 19 gewürfelt. Also genau. Damit haben wir eigentlich nicht gerechnet, dass er das schafft. Mhm. Aber da hat er sich richtig ins Zeug gelegt. Eine 19, schön. So, Tempel fürs Volk, ja, das ist klar, das war ja auch eine Gelegenheit, Jagd auf die Jäger, oh, das hat so gut auch hingekriegt. Eine 16 gewürfelt, gut, Amiri, und haben die Verbrecher umzingelt und verhaftet. Gut so. Aha, jetzt hier. Das war, jetzt, wollten wir ja. Das war das Wichtige. Ja, deswegen bin ich nochmal raus, weil das hätte sich nicht gelohnt, jetzt nochmal 14 Tage zu opfern, wenn wir in zwei Tagen das kriegen. Das hatte ich ja gemeint. Gut, dass du das erkannt hast. Ja, so. Ereignisse. Und schon wieder haben wir ein neues Ereignis. Ein Problem, gute Nachbarn, das kann nur der Geschichtenerzähler machen, wenn das stimmt. Aber wenn hier das Ausrufungszeichen ist, dann stimmt das vermutlich gar nicht. Wann wirst du denn frei, Geschichten? In 7 Tagen? Ja, das geht ja. Kannst du ja einen Rangaufstieg mit irgendjemandem noch machen? Ja. So. Aber jetzt nicht gerade mit ihm, weil er ist ja unterwegs. Ist doch er immer noch. Problem, große Weissagung. Ach ja, immer noch. Ja, das hatten wir ja sowieso, das ist ja schon... Harim ist ungeeignet. Ja, ich und Dario können das machen. Obwohl er... Ah, der hat nur 16. Null Proppel. Das kannst du völlig vergessen, weil da ist Harim ja... Auch null. Mit Vergiss 0%. Es. Och nee, Mann. Ja, dann mach doch einen Aufstieg mit Ekundario. Müssen wir einen Aufstieg mit Ekundario? Ja, jetzt lass mal durchgucken. Gut, ich würde mir jetzt die Gelegenheit erstmal nicht angucken. Nee, Gelegenheiten gucken wir uns hinterher an, wenn die Probleme besetzt sind. Flüchtige aus Pittax. Ja, kann sie 15. machen. 15. Schwierigkeitsgrad 17, eine 2 wird sie ja wohl schaffen, nehme ich an. Kannst du rausschicken eigentlich. Ja. Ach so, ja, kann ich gleich mal wegschicken, das ist sowieso ein Problem, muss erledigt werden, aber wenn ich hier rausgehe, schon den Nebel... Der Nebel. Ja, ja, klar, schon hat er nicht Kästen, geschafft. Aber er ist 0%. Und er hat 0%, das kann man sowieso vergessen. Müssen wir mit Kästen Aufstieg machen? Ich hoffe, wir können... Warum so, das waren die Nachbarn. Nee, ja, klar, das war wir. Das Nachbarn. Sollte ich mir vielleicht mal merken. Das können wir nicht. Haben wir das? Ja, bringt nichts. 0%. Würde ich jetzt nicht machen, weil es ist Gelegenheit. Oder die Messe machen. Ja. Ja, wie die Jagd. Fährte der wilden Jagd. Die sind da auch übel. Guck mal, Jubilos mal. Ja. Ja, lass es 27 hat 21, kann man nur hoffen, dass er die 6 ich schafft. Ich würde ihn losschicken. Nein, gut. Können wir eigentlich gleich machen, hast recht. Dann muss ich hier wieder durch alles durch. Deswegen will ich... Das sind ich 4 die, Stück, das schaffst du doch wohl. Ja. So, das waren die guten Nachbarn, das kann nur Geschichtenerzähler... Die Weissagung habe ich schon wieder vergessen. Das war das hier, jawohl. Sekundario kriegt ja nichts hin und Kästen. Und hier das auch. Das ist die Gelegenheit, nicht. Da haben wir doch gar nicht geguckt. Großartig. Gelegenheit, können wir ja mal gucken. Naja, würde ich jetzt keinen losschicken. Kästen. Würde ich jetzt nicht machen. 50, nee, schicke ich auch noch nicht weg. Der Nebel, ja, pff. Ja, vor allem deswegen. Kann mach doch mal einen Aufstieg mit Kästen, Amiri. Dann schicken wir ihn. Und lass ihn den Nebel machen. Ja. Ja, ich muss nicht nochmal durchgehen. Nein, muss ich nicht. Also das sind hier ja wirklich nur 4 Stück. Also nehmen wir raus. Hier.
Massettkästen. Aufstieg. Und zwar. Hilfe. Ach so, Kästen. Das ist doch Marshall, oder? Ja. Eben, deswegen bin ich wieder zurück. Ja. Gut, haben wir den 17. Ja, ja, der Nebel. Schon wieder. Ja. Kommt immer wieder, egal was du machst. Das machen ja sie absichtlich. Also. Gut. Echt, also wir sind derart beknackt manchmal, muss ich echt sagen. So, er ist jetzt frei auf jeden Fall. Ja. Du wolltest mit ihm ja auch einen Aufstieg machen. Ja, aber wir schicken erstmal Kästen weg, würde ich sagen. Oh, im Moment würfeln sie ja gar nicht so schlecht. Ja. So. Wir wollten noch Verbesserungen der Regionen kosten auch weniger. Das gefällt uns gut. So, hier. Und wieder zwei neue, der Marshall braucht. Dann gehen wir erstmal. So. Ja, ja. Ja. Was immer du sagst, werden wir tun, Kästen. Also ja, sag uns, was wir tun sollen. Genau. Dass wir stärkt die Wachen in den Siedlungen entlang der Grenze und befestigt unsere Position dort. Na gut, das ist 2, meint er damit. Ja, ich glaube genau auch, dass er damit die 2 meint. Ja. Verdoppelt die Wachen, genau, ja, und jagt sie über die Machen Hügel. Machen wir auch. Ja. Ja. Gut. Und wieder neu. Ach, wie schön. Nee, das war ja das, was wir... Nee, hier. Verteidiger des Waldes ist. Auch der wieder. Auch nie. Ja, das könnte im Harem wahrscheinlich machen. 65 ja, ist doch gut. Ja, Harem mit seinen 21 hat da schon eine einigermaßen Chance. Muss er auch mindestens eine 8 würfeln. Wir wollten eigentlich... Ja. Die Orks. Na, ich glaube, es geht 16, immer noch nicht. Mit 16 wir können hat er da keine geht noch Chance. Nicht. Wir müssen noch jemanden... Wir müssen ihn noch aufsteigen lassen oder was auch immer machen. Auf jeden Fall. Ja. Und der Nebel müssen wir jetzt wir machen. Wir müssen den Nebel angehen. Kästen müssen wir müssen nehmen. Den Nebel angehen. Null Chance. Warum hat jetzt immer null Chance? Gib ihm den Krisenpunkt. Schwierigkeitsgrad 40. Wenn er eine 20 würfelt, hat er gerade mal 37. Er kann es gar nicht erreichen, selbst wenn er eine 20 würfelt. Hm. Dann mach, was du willst. Ja, Amiri hat noch weniger und kann nur einer von den beiden machen. Ja, eben. Gib ihm einen Punkt und pack ihn da rein, wir gar egal. Weil dem habe ich das Gefühl, als ob es denen egal ist. Die werden uns immer Minuspunkte geben. Immer. Also schick ihn raus, jetzt mach aber... Jetzt lass dir doch mal... Mann, sei nicht so hektisch. Lass dir okay, jetzt mal eine Weile. Jetzt machen wir mal eine Pause und überlegen mal. So, da haben wir jetzt eine kurze Pause gemacht für euch. Also wir selbst natürlich nicht. Wir haben was getan, das heißt Pepe hat was getan. Ja. Ich habe mich erstmal ein bisschen ausgeklinkt, weil auch einige Leute stärken musste von ihren Grundfähigkeiten aus. Wie zum Beispiel ja, Amiri. Wir haben Amiri mehr Stärke gegeben. Genau, die ist unterwegs, macht die Sachen ja, mit dem. Jetzt geht es Handschuhe leihweise an, damit kommt sie nämlich auf 17. Ja. Das ist doch schon mal ein gewisser Vorteil. Wobei es hier natürlich noch viel schwieriger wird. Also ich so, würde sagen, am Miriam Grunde könntest du die auch behalten, die Handschuhe, weil eigentlich ist sie dafür ja die richtige. Nein, nicht unbedingt. Na ja, gut. Ja, okay. Aber okay. Ist mir auch egal eigentlich. Ekundayo, wollen wir hoffen, dass das stimmt mit 4. Dann werden wir mit ihm dann noch einen Aufstieg machen. Und die beiden sind schon, 3 sind schon eingeteilt. Und jetzt müssen wir einfach warten, bis Amiri frei wird. Hilft nichts. Achso, die 3 sind eingeteilt, aber wir wissen noch nicht, ob wir sie so losschicken oder so. Nö,
Wir haben ja noch, wir haben den 17., also macht noch keinen Sinn, die jetzt schon loszuschicken. Mhm. Gut, so, das hat sie geschafft. Ein Triumph. Sehr schön. Hm. Gut gewürfelt, obwohl nicht notwendig. So, und jetzt ist Nummer. Ach, die hat er alle weggeschickt. Ja, die schickt er alle weg. Das wissen wir jetzt, das haben wir vorher nicht gewusst. Also, das ist doch bescheuert. Ja. Da musst du halt drauf achten. Abbrechen. Ja. Abgebrochen, damit ist sie jetzt nicht erledigt. Eine Spannerei, aber so ist es. Mann, das darf du, nicht wahr sein. Das jetzt, wir müssen nochmal einladen. Ach, nee. Okay, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ja, ich lade nochmal ein, weil das hat ja keinen Sinn. So ist es. Bis dann. Bis dann. Tschüss.